Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir sind hier im Dorf der Esper und haben im letzten Part... Ja, wir haben es ja eigentlich schon davor kennengelernt, aber wir sind halt hier mit Eko zurück in ihr Heimatdorf. Ich werde hier warten. Cool. Super von dir. Ich möchte aber hier rein. Können wir nicht. Na dann. Libra. Okay, dann gehe ich halt wieder. Ah ja, guck, hier war doch Lilly. Lilly. Ey, komm mit, da gibt's etwas, das anscheinend mit der Beschwörungsmagie zu tun hat. Mit der Beschwörungsmagie? Ach so, wir sollten sie ja holen, hoch. Ja, genau, nennt sich Platz der heiligen Wandgemälde oder so. Die heiligen Wandgemälde, auch wir Mokis haben die ganze Zeit über... Auf die, ich dachte, das ist so ein Speicherpunkt, sorry. Aber wir werden es gleich nochmal... Also, Entschuldigung, ich dachte, es wäre ein Speicherpunkt. Deswegen habe ich gerade den Text weggeskippt. Das rede bitte ein. Dies sind die heiligen Wandgemälde des Esper-Volkes. Das Volk der Esper erforschte die Bestie und hinterließ der Nachwelt das Wissen über jede neue entdeckte in Form. Jede neue entdeckte in Form der Wandgemälde. Existieren diese Bestie alte wirklich? Dieser Ort ist sozusagen die heilige Stätte der Esper. Fräulein Eko betet hier jeden Tag und zündet ein Räucherstäbchen an, um ihre Ahnen zu ehren. Welche ist das? Das ist Atmos. Bahamut. Was hast du, Lilly? Du bekommst dich schon wieder zurück. Ich möchte mich hier noch eine Weile umschauen. Gut. Die meisten der Bestien sind mir völlig unbekannt. Die Natur stand bei den Esper an höchster Stelle. Sie nannten diesen Planeten hier Gaia und sahen in der... Täusche ich mich gerade oder hieß der Planet in Final Fantasy 7 nicht auch Gaia? Und sahen in den Bestien eine Art Schutzgötter, die über diesen Planeten wachsen. Wachen, nicht wachsen. Indem sie Nachforschungen zur Beschwörungsmagie anstellten, versuchten sie mit diesem Planeten und dessen Natur eins zu werden. Die Esper kamen vor 500 Jahren zum ersten Mal in dieses Land, aber jetzt? Okay. Eko beim Kochen, Teil 2. Das duftet ja schon richtig lecker. Jetzt fehlen nur noch ein paar frische Fische. Ich werde trotzdem noch ein wenig nachdenken. Ah, wir dürfen sogar rein. Hey, sieht gut aus. Wie kommst du dann? Bescheidenheit. Also, keine Bescheidenheit. Also, wenn ihr euch nicht beeilt, werde ich alles verdrücken, ihr euch versehen habt. Ich habe es nur für dich gemacht, Zidane. Dann mal ran in den Speck. Das ist ein Fisch, kein Speck. Und? Nicht schlecht, der Eintopf. Der Fisch ist echt super. Können wir locker noch ein paar von denen reinschmeißen? Sag mal, Eko, wo sind eigentlich die anderen Esper? Hab bis jetzt noch keinen einzigen getroffen. Sie leben ja wohl nicht unterirdisch, oder? Unterirdisch? Doch. Sie schlafen alle unter der Erde. Was? Eko ist die einzige noch lebende Esper. Seit Großvater vor einem Jahr gestorben ist, lebt Eko allein mit den Mokris zusammen. Ganz alleine. Aber es macht Eko nichts aus. Eko ist nicht einsam.
4 Jahre bevor Eco auf die Welt kam, also vor ungefähr 10 Jahren, wurde das Dorf von einer Naturkatastrophe heimgesucht und selbst die Überlebenden erlagen bald ihre Wunden. Eco ist das letzte Kind, das in eine so glückliche Familie geboren wurde. Aber ich war noch klein und kann mich nicht mal an ihre Gesichter erinnern. Verstehe. Findest du nicht, dass das Wort Schönheit nur für Eco existiert? Was ist los? Eco hat das Dorf nicht verlassen, weil sie darauf wartete, dass jemand wie du, Sedan, einen Prinz, sie eines Tages abholt und das Feuer der Leidenschaft in ihr entfacht. Das ist ja ein Zitat von Meister Eivons Gebet an die Sterne. Ach, Menno. Woher kennt Eco das, wo wir doch so weit weg von der Zivilisation sind? Danke, es war ausgezeichnet. Ah, ich bin pappsatt. Ich bin vollgefressen. Und dieser köstliche Geschmack macht doch sicherlich süchtig, oder? Wie dem auch sei. Ja, wie dem auch sei. Hätten wir noch ein paar Fragen. Wie dem auch sei? Das ist ja war gar nicht nett. Ich räume jetzt ab. Bring das Geschirr in die Küche, Sidan. Ich will erstmal die Kiste hier. Ich glaube, ich beklau dich erstmal. Das ist ein altes Buch. Nicht mal der Titel ist lesbar. Aber ich glaube, es ist das Werk von Meister Eivons, Gebet an die Sterne. Und es ist eine Erstauflage. Ich habe in unserer Schlossbibliothek das gleiche Buch gesehen. Wie kommt denn ein Buch, das über 500 Jahre alt ist, hierher? Ja, Literatur. Ist doch hier lang, oder? Ah, ja. Lily ist wohl nicht die einzige, die auf dem Schlauch steht. Kein Wunder, dass sich die zwei nicht näher kommen. Was natürlich nur gut für Eco ist. Habe ich was am Mundwinkel? Danke, Sedan. Stell es einfach dorthin. Sag mal, Eco, weißt du etwas über den Baum Lifas? Was ist mit Lifas Baum? Wir wollten eigentlich dorthin. Den Ort hat Eco versiegelt. Ich glaube nicht, dass ihr dort hinein könnt. Du hast den Ort versiegelt? Nein, nicht wirklich. Bei sowas ist er dann immer plötzlich hellwach. Bevor Eco geboren wurde, wurden bei fehlgeschlagenen Beschwörungen Bestia in Lifas Baum gebannt. Anscheinend war es Brauch, falsch beschworene Bestia dort zu verbannen. Falsch beschworene Bestia? Eco, kannst du dieses Siegel aufheben? Natürlich nicht. Wir wollten dort ja auch nichts anstellen. Ach, was wird schon irgendwie gehen? Gar nichts wird gehen. Angeln, immer zu angeln. Ich kann es nicht mehr hören. Der lässt mich nicht gehen. Sedan, eine Riesenentdeckung. Es ist zwar das gleiche Meer, aber es sind andere Fischer als auf dem Kontinent des Nebels. Echt nicht? Echt nicht? Echt nicht? Okay, ich glaube, wir haben hier keinen Dialog mehr. Sollt ihr euch ausruhen, bevor ihr eure Reise fortsetzt? Vivi. Alles klar? Eine Zipfelmütze Schlaf würde dir auch mal gut tun. Morgen wird ein langer Tag. Ich versuche es ja, aber dann schwirren mir irgendwie so viele Gedanken im Kopf rum. Ich dachte, ich hätte es verstanden, als du meinst, dass zu viel Nachdenken nicht immer gut sei, aber... Ja, das stimmt schon. Aber ich bin ich und du bist du, weißt du? Jedem das Seine. Es besteht kein Grund, dich jemand anzupassen. Ich möchte aber nicht so viel nachdenken. Ich habe das Gefühl, dass ich mich dabei nur im Kreis drehe. Was mache ich nur, wenn das kein Ende nimmt? Das macht mir richtig Angst. Vivi. Aber egal, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, egal, was für Sorgen wir haben und egal, was für Hoffnungen wir hegen, es gibt nur zwei Dinge, die wir tun können. Handeln oder nicht handeln. So viel Kummer und Sorgen und es gibt nur zwei Antworten. Und trotzdem fällt einem die Entscheidung nicht leicht.
Das ist so eine Sache. Aber zwischen den zwei Alternativen muss man sich entscheiden. Handeln oder nicht handeln. Sedan. Ich versuche einfach nur all das zu beschützen, was mir wichtig ist. Ob mir das tatsächlich möglich ist, wird sich zeigen. Aber das ist der Schluss, zu dem ich gekommen bin. Wow, meine Augen haben sich also nicht getäuscht. Sedan, er ist ein richtig Lieber. Wie er schon sagte, handeln oder nicht handeln. Und Eko will bei Sedan bleiben. Vivi, soll ich dir mal einen Tipp geben? Wie man aus solchen Krisen am besten wieder rauskommt? Ja, unbedingt. Es ist ein Ritual, das schon seit jeher zwischen wahren Männern abgehalten wurde. Zum Beispiel ihrer Freundschaft. Aha. Komm hier rüber, Vivi. Das ist genau der richtige Ort dafür. Du glaubst nicht, wie erleichternd es ist, das Ritual unter so einem klaren und prächtigen Sternenhimmel abzuhalten. Was ist da los? Sedan, ich möchte irgendwann wieder an diesen Ort zurückkehren. Als ich das erste Mal von den Wandgemälden stand, habe ich mich noch gefürchtet. Aber sobald ich den Ort betrat, fühlte ich plötzlich wieder meine innere Ruhe zurückkehren. Ich möchte sie mir noch genauer anschauen. Klaro, wenn wir den Baum die Phase untersucht haben, kommen wir wieder her, versprochen. Danke. Queen scheint ja eh nicht mit den Angeln aufzuhören, bevor Leviathan persönlich am Haken hat. Wir müssen ihn später hier abholen. Du denkst auch an Eko, nicht wahr? Ja, sie tut zwar immer so erwachsen, aber sie ist erst 6 Jahre alt. Ich kann mir vorstellen, wie einsam sie sich fühlt. Aber heute habe ich sie noch nicht gesehen. Ich schon. Stimmt, ich auch noch nicht. Eko. Habt ihr schon vergessen, dass nur Eko die Bestie herbeirufen kann, um die Versiegelung aufzuheben? Kommst du mit und hilfst uns? Dann möchte ich aber zuerst das magische Zauberwort hören. Ja, schon gut. Würdest du bitte mitkommen und uns mit deinem wertvollen Wissen zur Seite stehen? Das muss Eko sich nochmal überlegen. Na gut, dann werde ich mich mal euch eine Weile anschließen. Vivi, Lili, ich hoffe, wir kommen miteinander aus. Der Baum Liefers ist hinter dem Condea-Paterbergweg. Und los geht's. Toh! Was soll das denn? Sidan, du bist wirklich zu jedem lieb, oder? Kann es sein, dass du da was missverstanden hast? Nein, das ist genau das, was ich an dir so schätze. Lili, sah ja irgendwie sauer aus. Was? Da versteht doch einer die Frauen. Im Namen aller Mukis bitte ich euch, auf Fräulein Eko Acht zu geben. Und vergesst nicht, ihr seid hier jederzeit willkommen. Logisch, lasst euch mal keinen grauen Bommel wachsen. Ach ja, Vivi, hast du eigentlich Antworten auf deine Fragen gefunden? Eigentlich nicht. Aber ich möchte trotzdem mitgehen. Richtig so. Ja, ich meine, wir müssen jetzt einfach wieder zu diesem Ort da hinten zurückkehren. Wenn mich nicht alles. Ich meine, hier haben wir sowieso nicht viel. Ja, der einfach einen anderen Weg jetzt gehen, ne? Einfach hier oben lang. Hieß es ja. Oh, warte, was? Ach, hier ist nochmal eine. Hier ist nochmal eine. Okay, Moment, da wisst ihr, was zu tun ist. Ach nö, hier gibt's ja auch Gegner.
Warte, die sieht eigentlich aus wie Blitz war. Hat er auch schon fast gelernt. Was ist denn drin rausgekommen? Ein Mondsplitter. Bestientöter und Shell. Aber Shell kann er gar nicht erlernen, so Moment mal. Er kann auch nicht Shell erlernen. Sie kann Shell erlernen, das geht schon. Dafür müssen wir halt den Fenrir. Ach, warte mal, die Phoenix-Daune ist für den Phoenix. Dann lern das mal. Ich glaube, sie ist die einzige, wo das ausrüsten kann. Haben wir nicht nochmal eine Beschwörung? Haben wir halt jetzt kurz den Ding nicht drin, den Fenrir. Aber den. Obwohl, der ist doch erlernt, oder? Warte mal. Der ist nicht erlernt. Warum ist der nicht erlernt? Nee, okay, die muss ihn erstmal lernen. Okay, dann lernen wir erstmal Fenrir. Und dann können wir ja den Phönix noch equippen. Obwohl, kann das nicht theoretisch die Lily nicht auch? Wollen wir mal anlegen. Ramura hat sie doch jetzt gelernt, oder nicht? Nee, immer noch nicht. Nee, sie kann, das kann wirklich nur die Eco. Nur die Eco kann den Phönix ausrüsten. Das heißt, sie muss erstmal den guten Fenrir lernen und dann können sie noch den Phönix haben. Ne, wir sind noch richtig, okay. Moment. Genau, okay. Jetzt hier nach oben. Hilfe. Oh nein, sie ist sauer. Ich meine, wer von uns hat sie nicht erwartet? Baum des ewigen Lebens. Der Nebel ist hier viel dichter. Dann stimmt es wohl, was die Leute sagen, dass hier der Nebel entsteht. Geht's? Ja, es geht schon. Ah.
Was war denn das gerade? Das ist die Barriere. Hat es wehgetan? Du bist doch wirklich nicht verletzt. Ach was, ich habe gar nichts gespürt. Anlauf nehmen. Nimm das, das und das. Ein Loch buddeln klappt wohl auch nicht. Habe ich recht? Jetzt verstehe ich, warum die Ohrklinge aus Kondeyapata diesen Ort als heilig ansehen. Dieser Ort ist also durch die Kraft einer Bestie versiegelt. Starke Sache. Und wie hebt man diese Versiegelung auf? Eko bittet einfach, die Bestie aufzuhören. Wir Esper können über unser Horn mit Bestie und Tieren unsere Gefühle austauschen. Und Eko wird sie jetzt rufen. Also passt auf. Abracadabra, Philibus, empfange das Licht meiner Seele, die Seele aus den Tiefen der Sterne. Höre meinen Wunsch aus den Tiefen meiner Seele. Das war's doch schon, jetzt können wir weitergehen. Das ging ja schnell. War das vorhin der Zauberspruch, um den Bann aufzuheben? Nö, eigentlich nicht. Eko muss sich ja nur auf ihr Horn konzentrieren, um ihre Gefühle der Bestie mitzuteilen. Und wozu dann der Spruch? Eko wollte nur mal etwas Eindruck schindern. Eigentlich ging der Zauberspruch noch viel länger, aber da wir so in Eile waren, habe ich ihn einfach verkürzt. Ich konnte wieder das Hören noch fühlen. Dann wollen wir mal los. Was ist jetzt der Rubin, den wir jetzt gerade bekommen haben? Refleck. Boah, er kann es auch nicht lernen. Ja, auch nicht. Wahrscheinlich nur wieder die zwei, wo gerade schon was anderes lernen. Und zwar beide ihre Beschwörungen. Das ist aber auch ein Weg, du. Kannst du bitte immer so viel Schaden machen wie die? Ey, ich komme hier gar nicht lang. Wo geht's? Ach so, okay. Muss einfach nur ein bisschen gescheiter laufen. Und jetzt kann man speichern, oder? Ja, jawohl. Der Mokri der Rettung. Wir haben schon ewig lange nicht mehr gespeichert, glaube ich. Ja, seit noch fast einer Stunde nicht mehr. Ich sehe es hier nämlich gerade, weil ich habe nämlich gerade 14:02 und das war um 13:07. Ja, nichts. Dankeschön. Also gut, Leute, würde ich sagen, machen wir im nächsten Mal wieder bei Final Fantasy 9 und ciao.